Jemand beobachtet mich. Meinst du? Vielleicht gucke ich ja mal auf die Karte. Ja, boah. Die sagt mir aber gerade auch nichts. Achso, die Leiter. Die Leiter ist da drüben. Hätte man es nur einfach umdrehen brauchen. Da gibt's nur. Willst du schon mal nachladen? Weil du hast noch einen Schuss. Ah, noch ein Flintchen. Das war hier, da konnte man irgendwie nicht. Ne, das war da, wo der uns durch den Boden gesemmelt hat. Ist auch gut so, sonst stolperst du und dann war's das. Ich wollte aber noch ein Stück mitfahren. So, da haben wir wieder eine Truhe. Und nix. Und was zum Speichern. So. Oh Moment, dann nehmen wir das andere. Oder? Nee, ach nee. Wir wissen ja nicht, ob wir nicht noch anderes. Besseres Schießpulver noch finden, mit dem wir uns kombinieren können. Pudding. Ach so, hier ist doch noch was. Ja, toll. Ah, sehr gut. Sehr schön. Gehen wir mal da lang, oder? Sieht doch so weit ruhig aus. Da freut man sich doch. Das sieht auch noch ruhig aus, das hört sich nur nicht ruhig an. Das ist das Problem. Mein Gott, ey. Hier ist der Weg in die Freiheit und wir können das Auto nehmen und dann fahren wir gegen Westen. Ja, da fehlt uns wohl eine Karte. Mist. Nicht ohne Karte. Hinter dir. Das glaube ich einfach nicht. Runter von mir! Wer ist da? Aufgepasst. Ja, den würde ich auch nicht als Hund für zu Hause haben wollen. Weg damit. FBI. Na ja, kann ja jeder sagen. Entschuldigung. Danke. Für die Hilfe. Überrascht mich, dass Sie noch leben.
FBI, der Olle, ey. Was geht hier vor sich? Skandier, ist das so. Die Information ist streng geheim. Wo gehen Sie hin? Victoria Beckham. Tun Sie sich nur Gefallen. Stellen Sie keine Fragen und verschwinden Sie von hier. Ja, das sagst du so mit dem Verschwinden. Hey! Gib mir doch eine Karte, dass ich hier rauskomme. Ich hab noch nicht ausgeredet! Das beeindruckt sie. Da ist natürlich auch zu. Alles das Rote ist zu, ne? Kombinieren. Und Automaten, egal wie sie aussehen, nicht. Gehen nicht. Die kannst du direkt in dem Käfig da kalt machen. Stimmt. Was zum? Falls jetzt irgendwelche Hundefans zuschauen. Ich hab nichts gegen. Genau, es tut uns leid. Aber dies sind keine normalen Hunde. Kann man natürlich sagen, ja, die waren ja auch eingeschlossen, tun dir doch gar nichts. Ja, aber wie lange? Genau. Da fehlt uns wieder eine Kuppel. Eine Kuppel. Kuppel mit der Obel. Guck mal, hier wäre doch sowas, aber. Autopsiebericht Nummer 53477. Name des Verstorbenen: Justin Hansen, männlich, weiß, 39 Jahre alt. Beobachtungen: vom Personal tot im Bett seiner Gefängniszelle aufgefunden. Hände aufgrund der Leichenstarre zusammengeballt. Sollte bald nachlassen. Wahrscheinlich nach Löschung des Lichts verstorben. Der Verstorbene war ein Kleptomane, der mehrmals in Haft saß. Unglaublicherweise klaute er sogar im Gefängnis weiter, wobei das nur seiner klinischen Diagnose entspricht. Ja. Dann ist das ja nicht so unglaublich. Ja. Ja, mach mal. Mach doch. Achso, halten. Er ist sich noch nicht sicher. Jetzt. Oh, was hast du denn da liegen? Das nehmen wir ihm gleich mal weg, bevor er damit Unsinn macht. Und dann schieben wir ihn wieder rein. Okay. Schieben wir auch wieder rein. War da nicht irgendwas drin? War das schon ganz rausgezogen? Ja, weiter ging nicht. Achso, okay. Da wollte er nicht. Oh, Blumen. Pflanzen. So, für Muttertag. Lecker. Ja, gut. Das Spielchen hier nochmal. Schnell das machen. Ich weiß nicht, hatte der was? Ich glaube, der hatte was, oder? Nee. Oh, guck mal in den Mund. Vielleicht ist da was im Mund. Ne? Nee, da kann man einen Zahnarzt reinschauen.
Weg damit. Irgendwann muss ja der Chapter Mann noch auftauchen. Der hat bestimmt das Ding hier, das ganze Ding geklaut hier. Da war der drin. Das kann sein. Was hast du denn da Schönes? Aha. Ein Schlüssel. Und den brauchen wir. Ja. Ja. Nee, ist klar. So falle ich auch mal aus dem Bett. Was zur Hölle? Fall um. Ja, Was kam da jetzt noch raus? Ich hab ein bisschen vom Gehirn. Komm jetzt einfach so auf. Schnell eben noch das Ding hier raus. Das Ding raus. Oh. Jetzt weißt du schief. Oh mein Gott. Jetzt kipp um, Alter. Arschloch. Ja, genau. Ist aber. Auf den Punkt. Für den noch. Der war aber hartnäckig. Echt. Wie es in den Wald hereinruft. Ne? Genau. Haben wir mal zurückgerufen. So, wo sind wir denn? Achso, da waren wir. Ne? Sind wir nicht eben schon durchgelaufen, doch, ne? Doch, ich meine, ja. Ja, klar. Leider. Die Hunde. Ja. Wer spricht da? Wo hier drin? Ach, Schießstund. Oh, hallo. Ja, ihr beiden. Turteltäubchen. Ganz umdrehen, glaube ich, ne? Ich würde gern, aber nee, muss ich jetzt. Okay. So. Ein Schlüssel. K-Nummer 7439. Bitte mehr. Entsorgungsnotiz. Zu entsorgendes Objekt Schlüssel für Einsatzwagen 7439. Details: verbogener, unbrauchbarer Schlüssel, mit dem man aber noch per Tastendruck Türen und Kofferraum des Wagens öffnen kann. Gut. Dann werden wir das gleich tun. Sobald wir wieder dazu kommen. Eine Nachricht von Mr. Raccoon. Hallo Jungs und Mädels, hier ist euer Freund aus dem Raccoon City Zoo. Schön euch zu sehen. Heute möchte ich über etwas reden, das mir sehr am Herzen liegt. Ihr kennt doch meine beliebten Mr. Raccoon Figuren, oder? Also, ich habe gehört, dass einige böse Kinder sie für Schießübungen benutzen, aber das macht mich sehr traurig. Voll doch. Liebe kleine Kinder würden doch nicht so gemein sein, oder? Das ist nämlich total mega gefährlich. Also lasst das bitte schön bleiben. Wir sehen uns im Zoo. Mr. Raccoon. Ja, das mag für Kinder gelten. Shit, ich weiß die Nummer nicht mehr. Aber ich stehe auf dem Schlüssel drauf, oder? Ich glaube 7439 oder so. Mr. Raccoon hat mich gerade irritiert. Da vergisst man alles. Jetzt hast du aber nur noch einen Platz frei, ne? Also würde ich jetzt zum Auto und gucken, was da so drin rumliegt. Ja. Theoretisch. Praktisch habe ich hier noch. Aber die Munition, die geht ja, die ist ja nicht das Problem.
Ja. Hat sich da gerade was gerührt? Habe ich da was gehört? Moment, muss hier nicht ein... Wäre hier nicht auf dem Ding eigentlich ein Raccoon gewesen? Oder ist der nur einmal da und den haben wir schon erwischt? Bestimmt. Ach ja. Jetzt aber. Nein. Ja, bist du weich gefallen. Ja, ja. So liegt er wieder zusammen. Freut euch des Lebens, ach nee. So. Jetzt können wir da unten raus und. Ja, links die Tür. Jawohl. Tschüss. Geht's nicht weiter? Da hinten ist noch. Wir müssen in die Tiefgarage. Ja, die Tür hatten wir die probiert. Weiß ich. Keine Ahnung. Ah, nee, wir kommen hier. Ah, nee, Moment, wir kommen da raus. Wir gehen hier rum. Wir waren in der Leichenhalle, aber wir sind gar nicht um die Ecke gegangen. Hm. So sieht mir das gerade aus. Das machen wir mal schnell. Durch. Okay. Ah ja, jetzt verstehe ich. Okay. Hätten wir das auch geklärt. So, links. So, der Wagen hatte die Nummer. Was hast du gesagt? 7439? Ja, ich glaube ja. Da ist er. So, ich glaube, ich muss den. Ich kann den hier so nicht benutzen. Ne? Aber irgendwie. Wie bekam man den denn auf? Du musstest den Schlüssel drehen und dann war da dieses Klickding. Ah, richtig, stimmt. Stimmt. Ja. Dann machen wir da mal den Gewehrschaft. An die Mathilda. Wer war da nicht drin? Nö, Gewehrschaft ist so. Bestimmt gut. Vor allem dachte ich zuerst, das wäre so ein Taser, ne? So ein Ding, wie sah das aus? Jetzt bin ich fast in das Loch gefallen. Na, hoppla. So. Was? Achso. Die Tür da? Richtig, da ist ja Scully durch. Boah, die Geräusche sind echt unangenehm. Du musst aber, glaube ich, durchgehen. Ja. Muss ich. Oh nein, guck mal, die sieht gar nicht böse aus.
Findest du? Naja, doch ein bisschen. Aber die sah eher aus, wenn sie sagen wollte, hilf mir oder so und nicht irgendwie erschieß mich. Naja, aber wenn sie erstmal da rauskommt, dann ist sie, glaube ich, zu keinen weiteren Diskussionen bereit. Das kann natürlich sein.